Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen For Honor Multiplayer Video. Ich bin wieder im Handgemenge drin und habe meinen Eroberer dabei. Ja, Eroberer lange nicht gespielt, selbst im Stream nicht und ins Video auch nicht. Deswegen wollte ich mir mal wieder in den Videos ein bisschen Abwechslung reinbringen. Deswegen bin ich jetzt mit meinem Eroberer drin in Handgemenge gegen den Shinobi und den Berserker. Okay. Wir spielen auf der Kathedralenkarte. Mal gucken, wie es verläuft hier mit dem Eroberer. Ob ich da noch was zustande bekomme. Und da geht's auch schon los. Sollte euch das Video am Ende gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es unterstützen könntet mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Macht mal ein paar hundert Daumen voll da. So, als erstes geht's los gegen den Berserker. Mal gucken, ob er hierher kommt. Okay, die wollen da hin. Ne, passt schon. Passt. Okay. Da ist er. Na, aber. Na, das sag ich gerade. Ach. Immer dieses Weglaufen, Mann. Dieses Schisser. Ganz ehrlich. Das war aber scheiße gespielt gerade. Man sieht, ich habe den Eroberer wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Und, jawoll. Sehr schön. Werde jetzt knapp. Den Berserker könnte ich eigentlich schaffen. Das war, dass ich mich von den einen, als er keine Ausdauer hatte, und ich habe mich von seinem hohen Schlag getroffen. Das ist einfach voll dämlich. Also, da habe ich mich selbst getötet, sozusagen. Ja, wer lebt deinen Kollegen da, ne? Ja. Das war voll dämlich, dass ich mich von dem Schlag noch treffen lassen habe, ey. Er macht den aber immer. Das ist gut zu wissen schon mal. Jawohl! Unentschieden. Da wird es ja nochmal spannend. Okay. Hallo? Du weißt schon, dass ich erstmal hier hin wollte, oder? Ey. Kann man das eigentlich? Sind einige Leute immer so schwer vom Begriff eigentlich? Die muss ja echt eine Karte zeichnen oder so. Gott sei Dank habe ich den noch erwischt, als er keine Ausdauer hatte. Der Berserker wieder mit seiner Zone-Attack. Die macht er auch häufig. Na, lad erstmal deine Ausdauer auf. Okay. Schon wieder so knapp gegen den, ey. Die Zone-Attack, die nervt tierisch, wenn ich das mal sagen darf. So, aber diesmal wenigstens kein Unentschieden. Okay, da kommt der Berserker nochmal. Ach, Mann. Danke. Ah, da habe ich meine Ausdauer rausgehauen. Das war auch doof. Ah.
Na, was macht er jetzt? Hast du gewonnen? Er hat gewonnen. Gott sei Dank. Ich dachte, ich muss jetzt noch mit so wenig Leben noch gegen den Shinobi. Boah, ey, Eroberer, so lange nicht gespielt. Es ist so, ja, weiß ich nicht. Man fühlt sich so eingeengt. Danke. Kacke. Gar nicht so leicht, den zu erwischen. Dass die noch so weit dashen können ohne Ausdauer. Es ist so fies, ey. Wieder keine Ausdauer. Gibt's doch nicht, dass man den nicht erwischt. Jawohl! Jawohl, wir haben gewonnen. Mehr Glück als Verstand mit den Eroberer heute. Besonders gegen den Shinobi, ey, immer daneben geschwungen. Aber dann einfach mal ja, vorher schlagen, bevor er ausweicht, dann trifft man ihn eigentlich ganz gut. Und dann einfach noch einen schweren hinterher, damit rechnet er dann nicht. Dann geht's, weil die zum Glück nicht so viele Lebenspunkte haben. Aber sonst schwierig zu treffen mit einem Eroberer, finde ich. Oder halt, weil ich kein Eroberer-Spieler bin, keiner, der den täglich zockt. So, ein Spieler ist leider rausgegangen, es gibt leider kein Rückspiel. Ich schau mal, ob ich hier noch ein zweites Duell finde. Die zweite Runde geht gegen einen Orochi und den Wächter, aber die gehören zusammen. Ihr seht das Emblem, das ist immer so eine Sache, wenn die zusammengehören und sich absprechen, da weißt du immer nie, wie die spielen werden. Und wir haben leider auch die Turmruine jetzt als Karte, wo du auf dem Turm oben, wenn du dann runterläufst, entweder sie kommen nicht mit oder sie verstehen es nicht, dass du nicht oben kämpfen möchtest. Und wenn du oben kämpfen möchtest, dann besteht immer da die Gefahr, weil da ist überhaupt kein Platz, dass einer runterfällt. Wenn einer runterfällt, dann sind die ja noch der Meinung, dass man das dann auf jeden Fall hundertprozentig absichtlich gemacht hat. Schauen wir mal, ob die beiden normal 2 gegen 2 spielen oder... Mal schauen. Er hat keine Ausdauer mehr. Okay. Jawohl. Der Centurio war ziemlich schnell hier. Vielleicht hat er den ja sogar runtergeworfen. Aber gut, wenn sie oben auf dem Turm gekämpft haben, ganz ehrlich, der Turm da oben, das ist kein Platz zum Kämpfen. Wer baut sowas? Finde ich jetzt, jedenfalls. Geht das gegen den Wächter? Jetzt bin ich oben, ne? Oder bin ich jetzt zweimal unten? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich bin oben. Mal gucken. Er will kämpfen. Ausdauer. Jetzt steht er da aber ganz blöd, ey. Leute, wenn ich einen Schildschlag mache, bist du unten. Das stellt sich da doch auch echt so extra so hin, oder? Victory!
Es hätte auch schneller gehen können, aber wenn ich dann einen Schildschlag gemacht hätte, den ich als Eroberer halt mache, weil das ein Eroberer ist, dann wäre er da voll abgesiegelt. Ihr habt gesehen, wie er da stand, oder? Ah, schon wieder hier oben. Was soll ich denn machen? Siehst du, das passiert halt hier oben. Das ist halt... Dann schreibt er, wow, wow, wow. Ja, Leute, ihr kennt die Map. Und dann stell dich da doch nicht hin. Da darfst du echt gar nichts machen da oben, ey. Der Eroberer macht einen schweren Schlag. Mit dem kannst du einen runterwerfen, wenn er da zu dicht an der Kante steht. Und der Schildschlag das auch. Dann geh halt runter, weißt du? Aber renn nicht auf mich zu und zeig mir dann, ja gut, kämpfen wir oben. Ich wäre runtergelaufen, aber da kommt ja auch keiner mit. Das ist ja das Problem. Ach, das ist diese scheiß Map. Inkontinent! Und was macht der Centurio hier? Will er spielt er noch extra mit dem oder was? Dass man mittlerweile die Lebenspunkte nicht mehr sieht, außer wenn ich den anvisiere. Sonst musstest du dich nur dicht ranstellen, dann hast du beide Lebenspunkte gesehen. Jetzt haben sie das geändert. Warum auch immer? Ich verstehe es nicht. Plünderer ist so gut wie tot. Wächter ist so gut wie tot. Mit Rache. Läuft bei dir. Oh, beide Rache. Jetzt sind sie im Rachemodus. Guck sie dir an. Die machen es aber spannend. Der Centurio hat, glaube ich, auch nicht mehr so viele Lebenspunkte. Oh, das war's. Ha! Okay, das war der... Victory. Die haben echt alles rausgehauen. Wir benutzen beide Rache. Ich schmeiß ihn dann am Ende noch runter. Naja. Das war jetzt nicht so das geile Duell, glaube ich. Aber gut, ich wollte mal wieder mit den Eroberer spielen. Nächstes Video gibt es wieder was anderes. Mal gucken, was ich da noch zocken kann im nächsten Video. Na, die sind noch beide rausgegangen, das Zweierteam. War auch eine scheiß Map. So, also ich schau mal hier auf meine Heldenzusammenfassung. Wen kann man denn da noch spielen? Ich will die Nobushi auf jeden Fall nochmal auf Room 2 spielen, dass sie nicht mehr so weit entfernt. Der Plünderer ist von Room 2 auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Den Berserker möchte ich auf Room 5 spielen. Dann kann ich nämlich auch da oben noch die zwei Kisten öffnen. Ja, weil Kriegsfürst und so, Room 9, das ist ja schon recht hoch. Genau wie der Centurio, Room 8, also... Wenn man die Ruhmstufe hat, hast du halt das Max-Gear und brauchst du gar nicht mehr weiterleveln eigentlich. Mehr kriegst du ja sowieso nicht mehr Tolles. Ist auch schon das schwarze Leder und schwarze Eisen da. Valkyrie habe ich im Moment weniger Lust. Muss ich mal gucken. Muss ich echt mal schauen, wem ich da spiele. Oder ob ich noch mal einen von denen teste, die ich gar nicht spiele. So wie hier, so Kensei, Level 9, Level 3 Shokuki, den ich auch gar nicht überhaupt nicht kann. Level 4 Friedenshüterin, so. Ich überlege mir da mal was fürs nächste Video auf jeden Fall. Das war Eroberer. Ich weiß, Eroberer ist teilweise auch echt immer ein bisschen... Ja, ist halt so einseitig, ne? Wenn ich gegen einen spiele, finde ich das extrem nervig. Weil, ja, der hat halt seinen Schildstoß. Und der ist auch auf den Schildstoß, ist er auch angewiesen. Weil sonst, wenn du einen starken Schlag schwingst, sind die so leicht zu parieren. Und machst du halt den Schildstoß in der Kombination, ist es halt besser. Aber wenn du dann so eine Karte hast, wie jetzt hier die Turmkarte, dann ist es echt nervig. Naja. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr hier eingeschaltet habt bei diesem Video und sage wie immer ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.